Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Bettina Heberlin, angenehmen Dienstag. Jener Mann, der in der Nacht auf Sonntag vor einer Altacher Disco eine Schreckschusspistole abgefeuert hat, ist wieder auf freiem Fuß. Er muss sich allerdings auf eine Gerichtsverhandlung einstellen, sagt Horst Spitzhofer von der Landespolizei. Durch den Einsatz dieser Gaswaffe wurden ja 10 Personen beeinträchtigt, das heißt, sie wurden verletzt. Eine Frau erlitt sogar einen Asthmaanfall und das kommt einer Körperverletzung gleich. Der 25-jährige türkische Asylwerber ist aus der Disco geworfen worden und hat daraufhin vor dem Club einen Schuss abgefeuert. Ein weiterer Schütze beschäftigt aktuell die Polizei. In Feldkirch hat ein Unbekannter am Sonntagabend mit einem Luftdruckgewehr auf einen Passanten geschossen und ihn am Hinterkopf getroffen. Der junge Mann wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Die Suche nach dem Täter ist bisher erfolglos verlaufen. Noch ist auch unklar, aus welchem Gebäude er geschossen hat. In über 2000 Haushalten in Dornbirn gingen gestern am frühen Abend die Lichter aus. Grund war ein Stromausfall aufgrund eines Kabelfehlers bei einer Trafostation. Wie es zu dem Fehler gekommen ist, wird jetzt ermittelt. Ein Ergebnis soll es dann morgen geben. Und weil er durch das Läuten seines Handys abgelenkt worden ist ein 18-jähriger Autolenker heute Morgen in Rankweil in ein Brückengeländer gekracht. Das Handy sei auf dem Beifahrersitz gelegen, als es geklingelt hat. Der junge Lenker ist zum Glück unverletzt geblieben. Am Elektroauto entstand aber schwerer Sachschaden. Das war's von Vorarlberg in 100 Sekunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.